Hello, I'm Betty, Radek's wife. Do you know where he is? Is there a football game today? I think it was not the best idea to get married on a Bundesliga Saturday. But as a wife of a brilliant soccer player and expert, I understand that you guys are much more important than me. Ja, so ist es halt. Ja, danke, Betty. Ob das jetzt die neue Vorschau zum Horrorfilm The Nun war oder tatsächlich Radeks Wife, Radeks Ehefrau, kann jeder sich selber aussuchen. Auf jeden Fall geht die neue Bundesliga-Saison los und wir starten mit unserer Prognose. Herzlich willkommen, Radek, und auch Adolf Adi Hütter. Hallo, Christian Custodian. Wir haben ja schon die NBA analysiert. Jetzt geht's mit unserer Paradedisziplin wieder los, mit unserem Tippduell in die neue Saison. Unser Wall of Fame-Gast heute, Adi Hütter, der neue Trainer von Eintracht Frankfurt. Noch Trainer von Eintracht Frankfurt, muss man sagen. Denn nach der Pokalschlappe der Frankfurter als Titelverteidiger und der 5:0-Niederlage gegen Bayern sieht's schon nicht besonders gut aus am Main. Ganz genau, vor allem weil Bayern auch nur gegen Drochtersen relativ knapp gewonnen hat. Also haben wir uns gedacht, nehmen wir doch den Adi Hütter jetzt in die Wall of Fame auf, bevor es nicht mehr möglich ist. Ja, dann legen wir gleich los mit deinen Bayern. Die treffen nämlich im Auftaktspiel des ersten Spieltags 2018-2019 auf die TSG Hoffenheim. Am Freitagabend, 24. August um 20.30 Uhr geht's los. Und für alle, die noch nicht wissen wollen, wie es ausgeht, jetzt Ohren zuhalten und ausschalten. Für alle anderen die Analyse von Chris Custodian. Oh mein Gott, 45 Sekunden Zeit habe ich dafür. Also das Einzige, was mich mit Bayern München heute verbindet, ist das rote T-Shirt, was ich gerade zufälligerweise anhab. Ansonsten bin ich ja wirklich kein Bayern-Fan und dieser blanke Neid treibt mich auch diesmal dazu, nicht euphorisch auf die Bayern zu gehen. Hoffenheim mit Nagelsmann seiner letzten Saison, da könnte es einige spannende Geschichten geben, haben sich sinnvoll verstärkt, sind jetzt auch Champions League-Teilnehmer, haben im Pokal überzeugt, Bayern nicht so. Trotzdem ist der FC Bayern, neues renoviertes Stadion, erstes Bundesliga-Heimspiel. Wird eine enge Kiste, 2:1, eigentlich wollte ich viel mehr erzählen, aber ich habe nur 45 Sekunden, 2:1 für Bayern. Ja, das war eine Punktlandung und schon mehr Infos kann man in 45 Sekunden eigentlich gar nicht reinpacken. Danke. Ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich geht die Saison dann auch schon gut los, wenn wir uns nicht einig sind. Die Hoffenheimer haben sich meiner Meinung nach vielleicht ganz gut verstärkt, aber sie haben natürlich mit Gnabry, der bei den Bayern jetzt spielt, und Marc Uth ihre zwei besten Scorer verloren. Also wer soll denn in München dann für die Hoffenheimer treffen? Denn es ist was anderes, ob man im Pokal 6 Dinger macht oder dann gegen den FC Ruhmreich. Und klar, das Spiel der Bayern im Pokal hat so viel Aussagekraft wie wenn in China ein Rad umfällt, was dann schon mehr zählt vielleicht, der Sieg gegen einen Gegner auf Augenhöhe wie Frankfurt. Da haben die Bayern geglänzt und die werden auch am ersten Spieltag glänzen. 2:0 Bayern. Respekt für diese Vorhersage. Also wir sind uns einig, dass der FC Ruhmreich, FC Hollywood vielleicht diese Saison erfolgreich in die Saison startet. Generell muss man ja sagen, am ersten Spieltag ist es relativ schwierig und spannend, irgendwelche Tendenzen zu erkennen. Das ist ja mehr Gambling als auf Historie zurückgreifen. Wie geht's weiter? Mach ich gleich weiter. Unsere Frankfurter oder beziehungsweise unser Adi mit seinen Frankfurtern gleich am ersten Spieltag in Freiburg zu Gast. Da muss man fast sagen, da gibt es schwerere Gegner. Allerdings Freiburg zu Hause auch immer eine gute Mannschaft. Wenn die Frankfurter jetzt bei einem Gegner in den Top 10 gespielt hätten der vergangenen Saison, wäre ich mir relativ sicher gewesen, dass die Frankfurter hier am ersten Spieltag auch nichts reißen. Gegen Freiburg, die erwartungsgemäß immer ein bisschen brauchen, bis sie heiß sind und in die Spur kommen, denke ich, ist für die Frankfurter sogar was drin. Gewinnen werden sie in Freiburg allerdings nicht. Das ist für mich irgendwie ein klassisches Unentschieden, ein 1:1. Beide treffen. Ja, der Herr Streich hat ja den Vornamen mit mir gemeinsam und ich glaube, dass der auch, ja, ich will mich nicht selber loben, aber ich habe heute auch die richtige Einstellung hier zu tippen und ich glaube, dass der Streich die richtige Einstellung für seine Mannschaft bringt, während Frankfurt, die sind so ein bisschen
Ich weiß nicht, haben jetzt einige Key-Player verloren, natürlich Kovac oder beide Kovacs sogar Richtung Bayern abgehauen. Rebic ist, glaube ich, wahrscheinlich auch am Wochenende noch nicht dabei. Das bedeutet, ähnlich wie du dich fragst, wer soll bei Hoffenheim die Tore schießen, frage ich mich, wer bei Frankfurt die Tore schießen soll. Also das war ja im Pokal gegen Ulm nichts. Und Freiburg hat Petersen, hat auch im Pokal getroffen. Das heißt, ich glaube, dass auch hier Petersen wieder trifft, per Elfmeter 1:0 für Freiburg, weil Freiburg einfach jetzt schon mit 100% dabei ist, weil die wissen genau, um was es geht. Frankfurt, weiß ich nicht, ob die Spieler überhaupt das begriffen haben, dass es um den Abstieg geht. Ich meine, es ist jetzt vor dem ersten Spieltag, das ist alles eigentlich Kokolores, wie es so schön heißt, aber mein Gott. Was sagen? Ja, Gonzalo Paciencia, der Neuzugang im Sturm der Frankfurter, hat das einzige Tor im Pokal geschossen. Mal schauen, ob er auch eine Bundesliga-Reife hat. Ja, Rebic hat eine gute WM gespielt. War natürlich jetzt der Fehler der Frankfurter wahrscheinlich, dass sie den nicht verkauft haben, weil so viel kriegen sie für den nie wieder, weil ein, zwei gute Bundesligaspiele und dann eine solide WM machen aus dem gleich irgendwie einen 30 oder 20 Millionen Mann. Da hätte ich als Frankfurt-Manager Danke gesagt und die das Geld in andere Spiele investiert, aber gut, ist halt jetzt nicht so passiert. Geht weiter mit Düsseldorf gegen Augsburg, Chris. Auch das Gehalt von Rebic ist absurd, also gerade für Frankfurter Niveau macht das keinen Sinn. Was auch keinen Sinn macht, dass man Friedhelm Funkel verbietet, seine Meinung zu sagen. Also ich habe irgendwie gelesen, dass der Manager von Düsseldorf erst alle öffentlichen Statements, Interviews gegenlesen möchte und gegebenenfalls auch ändern darf, bevor es wirklich in der Presse veröffentlicht wird. Da sagt ein Friedhelm Funkel zu Recht, so nicht mit mir. Jetzt ist er wieder in der ersten Bundesliga. Ich war damals ein Riesenfan als Kind von Uerdingen, Bayer Uerdingen damals noch, mit Friedhelm Funkel als Trainer. Jetzt darf ich ihn nochmal begutachten. Gegen Augsburg startet er gleich mal mit einer Niederlage, denn Augsburg ist einfach schon Bundesliga erfahren und Düsseldorf wird erst noch 3-4 Spiele brauchen, um anzukommen. Ich sage Düsseldorf, Augsburg 1:2. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du gegen deinen Liebling Friedhelm tippst. Hätte eher gedacht, jetzt kommt sowas, Neuling in der Bundesliga hochmotiviert. Denke ich auch nicht. Ich denke auch, dass das ein Spiel ist, das interessant ist für Wetten, dass man hier auf Augsburg geht. Denn Düsseldorf als Neuling, ja, kann man schwer einschätzen. Im Pokal haben sie immerhin 5 Tore geschossen. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet von ihnen. Aber ja, der Klassenunterschied ist ja bei den Aufsteigern in diesem Jahr, glaube ich, schon zu erkennen. Die Aufsteiger des letzten Jahres, Stuttgart und Hannover, haben sich ja wirklich sehr gut etabliert, sind aber auch andere Traditionsmannschaften in der ersten Liga als jetzt die Fahrstuhlmannschaften Düsseldorf und Nürnberg. Ich denke auch, Augsburg macht es. Muss ich deinen Tipp, der wirklich genial war, wirklich kopieren? Und wenn wir uns mal schon so einig sind, dann läuft das natürlich auch auf eine Wette hinaus, oder? Da freue ich mich jetzt schon auf die Bundesliga-Tipp-Force mit unseren Tipps. Also da muss ja der irgendwie vorkommen. Ich merke schon, am ersten Spieltag hat man eigentlich nicht so viel Spezielles, Spezifisches zu erzählen. Trotzdem sind 45 Sekunden ganz schön kurz. Wolfsburg gegen Schalke. Zwei Mannschaften, die vom Namen eigentlich beide um die... Also du hast ja noch nicht angefangen, deshalb starte noch nicht. Du darfst vorlegen. Ich wollte dich quasi einleiten. Das hat sich jetzt schon so angehört, das wärst du schon so im Saft. Nein, noch gar nicht. Ich wollte nur sagen, vom Namen her müssten ja eigentlich immer beide so um die Europa League, Champions League Plätze mitspielen. Das war bei Wolfsburg die letzten Jahre nicht so. Der schöne Bruno hat's gerettet. Was macht er denn dieses Jahr gerade? Ja, der hat ja direkt nach der Rettung, hat er ja großspurig verkündigt, jetzt muss hier ein Ruck durch dieses Dorf gehen, oder dieses Wolfsdorf, und ob es dann wirklich passiert in dieser Saison, das wage ich stark zu bezweifeln, aber Wolfsburg ist natürlich von den Voraussetzungen her definitiv eine Mannschaft, die weiter oben hingehört als Relegation jetzt, und die Schalker als Vizemeister waren letztes Jahr schon irgendwie so mein Prügelknabe oder mein Prügelknappe, und von daher
denke ich, sie haben ohne Goretzka und ohne den Weltklasse-Spieler Max Meyer natürlich einen schwächeren Kader. Aber sie haben mit Salif Sané jetzt wahrscheinlich die beste Innenverteidigung. Also die Schalker werden sie eher, wie letztes Jahr auch schon, die meisten Spiele hinten einigeln, auf die Defensive setzen und am Ende dann muss die Null stehen, à la Hüb Stevens. Gegen Wolfsburg erwartet uns ein Spiel an Traurigkeit kaum zu überbieten, ein 0-0. Es wird wirklich sehr spannend zu sehen sein. Also es gibt ja drei Trainer, die ich ganz knapp im Kampf um die erste Entlassung sehe. Das eine ist ja unser Hall of Famer Adi Hütter, das andere ist Bruno Labbadia, weil ich glaube, auch dieses Jahr wird Wolfsburg, warum auch immer, wieder an den eigenen Erwartungen scheitern. Der dritte kommt noch, aber das haben wir letztes Jahr schon eigentlich bei jedem Spiel, wo er noch gewonnen hat, gesagt. Ich glaube auch, dass Wolfsburg zu gut am Anfang sein wird, um wirklich zu verlieren. Ich glaube, sie sind zu schwach, um zu gewinnen. Und Schalke, never change a winning system. Die Mannschaft ist ein bisschen anders. Die werden dann daheim den ersten Sieg holen. Ich glaube auf ein 1-1. Also hier braucht man kein Genie sein, um zu sagen, es geht unentschieden aus. Dann darfst du gleich weitermachen. Hertha gegen Nürnberg, das hört sich auch so wie ein Zweitligaspiel an. Ja, die alte Dame, die graue Maus, Hertha, BSC Berlin. Und klar, sie haben die besten Fans und so weiter. Da hatten wir mal in der letzten Saison die eine oder andere spaßige Diskussion mit zumindest einem Zuschauer. Danke dafür. Ich glaube, dass Hertha wieder irgendwo im hinteren Mittelfeld dieses Jahr sein wird. Zu gut für den Abstieg, wenn man da wirklich von gut reden kann, und zu schwach, um unter den Top 10 zu sein. Gegen Nürnberg mogeln die sich zu einem langweiligen 1-0. Der FCN, der Club, der hat für mich eigentlich kein Bundesliga-Format mit der Mannschaft. Sorry. Na, du, sehe ich genauso, da supporte ich dich. Der Club, warum der in der ersten Liga spielt, weiß man wahrscheinlich selber nicht. Wahrscheinlich, weil die anderen Mannschaften in der zweiten Liga genauso wenig Bock auf diesen Aufstieg hatten. Von daher, sonst würde ich sagen, Hertha ist jetzt keine besonders starke Mannschaft, aber gegen Nürnberg müssen die das Auftaktspiel gewinnen. Nürnberg startet halt auch gleich mit dem Auswärtsspiel, könnte sich da durch auch eine, ja, schon in richtige Probleme bringen, wenn es von Anfang an hier nicht läuft. Im Pokal gegen eine Mannschaft, die ich noch nie gehört habe, gegen SV Links oder so, Links mit Links, ja, genau. 2-1 gewonnen, mit Ach und Krach. Von daher, das wird ein schweres Jahr für Nürnberg. Die Klubberer, der Club ist ein Depp, sagen die immer. Ich denke, die Hertha gewinnt 2-0. Nur jetzt, um von deinem Tipp ein bisschen abzuweichen. Und um Asian Handicap minus 1 auf Hertha setzen zu können. Ja, wir vergleichen uns ja immer dann nach den Spieltagen selber und auch nach der Saison. Also Stand jetzt kann man schon mal sagen, es wird keiner großartig in Führung gehen, momentan zumindest, denn es gibt kaum Abweichungen. Mal schauen, was aber am Ende kackt die Ente, sagst du immer. Also wer jetzt am ersten Spieltag schon irgendwie da rumzueiern, das ist auch ein Nonsens. Gehen wir mal weiter. Dann Bremen gegen Hannover ist ja eigentlich ein Spiel wie für dich gemacht. Darauf werden wir noch kommen. Die Bremer waren in der Rückrunde eine der stärksten Mannschaften sogar. Und seitdem Kohfeldt am Ruder ist, gehören die zu den Top 6 Mannschaften. Also Bremen, werden die diesen Lauf fortsetzen? Klopfen die an die internationale Tür? Das wäre doch mal eine schöne Sache. Und Hannover, ja, bei denen zeigt der Trend in der Rückrunde eher nach unten. Hat jetzt auch mit Klaus einen der besten Spieler verloren. Dann mit Sané natürlich noch einen weiteren Top-Spieler. Und Harnik, der Bankdrücker, der drückt jetzt dann in Bremen die Bank. Und außerdem hat Bremen nochmal Claudio Pizarro unter Vertrag genommen, damit der den Jungen das Toreschießen beibringt. Und ich schätze, der hat es ihnen gezeigt, wie es geht. Bremen zu Hause extrem stark. Das ist mein letztes Argument. Das spricht für einen klaren 3-1-Sieg für Bremen. Ja, Nordderby, in dem Spiel fallen eigentlich in der Regel wirklich immer viele Tore.
Pizarro wieder verpflichtet. Der Junge kriegt mit 39 Jahren nochmal 300.000 Euro. Ja, ich weiß gar nicht, warum man ihn da so überbezahlt. Ist die Pizza. Der in den besten Zeiten ist er von Bayern weg, weil ihm 5 Millionen zu wenig waren oder so. Ja, und jetzt, genau, und jetzt ist er halt einfach alt, aber diese Kunden schnappe ich mir jetzt wieder, weil es ist ja auch mein Verein, von dem ich dieses Jahr wirklich viel erwarte, eben weil es in der letzten Rückrunde so gut war. Pizarro ist eine super Verpflichtung, denn er nimmt so ein bisschen den Stress weg von den Jungstars oder den Max Kruse, die sonst im Mittelpunkt stehen. Jetzt steht in erster Linie Pizarro im Mittelpunkt und selbst wenn er nur für 10 Minuten spielt, wird er so die Journalisten und Fans auf sich ziehen. Und das tut der Mannschaft, glaube ich, sehr gut, denn da können sie weiter ihr Ding da durchziehen. Harnik finde ich auch einen tollen Spieler, habe ich schon bei Stuttgart gemacht, habe ich bei Hannover gemacht, bei Werder gemacht. Der passt einfach wirklich sehr gut zu Werder. Ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich aber auch auf Hannover, zu denen habe ich ja auch familiär einen kleinen Bezug. Ich hatte ein schönes Event, ich möchte jetzt nicht über die Firma bei mir reden, was ich so mache, aber Clemens Fritz getroffen, habe ein gutes Gefühl, auch wenn er nicht mehr spielt, du Sau. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Breitkreuz, toller Trainer, Hannover wird dieses Jahr wieder nicht absteigen. Breitenreiter, genau, den meine ich auch, der ist auch gut. Bremen gewinnt 4-2, also da geht's gleich mal gut ab, denn scheiß auf Verteidiger. Ja, okay. Was macht eigentlich Breitkreuz mittlerweile? Weiß es jemand? Kommentiert es einfach mal. Würde mich interessieren. Ansonsten müssen wir das nach dem Video selber googeln. Ja. Und weiter geht's mit dem Topspiel des Samstagabends um 18.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja. Das ist so das klassische Spiel, was viele, viele Tore verspricht und Offensivfußball. Aber beim ersten Spieltag glaube ich daran nicht. Ich glaube, das ist. Ich hätte lieber Bremen oder gegen Hannover um 18:30 gesehen oder vielleicht sogar Dortmund-Leipzig. Gladbach-Leverkusen, schön, dass sie sich beide präsentieren dürfen. Das sind zwei Mannschaften, wo ich gar nicht sagen kann, wo die Reise hingeht. Also Gladbach letztes Jahr underperformed. Leverkusen Zweiter werden müssen, haben es dann selber verkackt und hier werden beide mit einem Punkt starten. Das ist auch klassische 1:1 Unentschieden. Aber hallo, hört. Gladbach hat ja im Pokal 11 Tore geschossen und Leverkusen ist auch mit eher einer Minimalleistung weitergekommen. Gladbach letztes Jahr, hast du schon gesagt, wirklich unter den Möglichkeiten, lag halt an vielen Ausfällen von Top-Spielern, die, wenn sie jetzt wieder an Bord sind, Gladbach schon mal wieder ins internationale Geschäft hieven könnten. Leverkusen mit der vielleicht talentiertesten Offensivreihe, zumindest in der Bundesliga, wenn nicht sogar international, habe ich das irgendwo gelesen, mit Bailey, Havertz und Brandt. Das sind extrem junge und super Spieler schon in dem Alter. Darauf dürfen wir uns freuen. In der Rückrunde ist Leverkusen die Luft ausgegangen. Mal schauen, ob sie jetzt wieder Luft haben. Ich denke trotzdem, wie du, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, allerdings mit mehr Toren und einem 2:2. Hört. Ja, dann kommen wir gleich zu einem Spiel, da hätte ich vor dem Pokal aus der Stuttgarter auf Stuttgart gesetzt. Aber jetzt ändert sich dadurch schon ein bisschen was. Sind die jetzt verunsichert, die Stuttgarter? Sagen die, wir können uns jetzt wenigstens auf die Liga konzentrieren. In der vergangenen Saison ja wirklich nur mit extrem viel Pech das internationale Geschäft verpasst, nach so einem super Schlussspurt mit Korkut. Wenn Frankfurt nämlich das DFB-Pokalfinale gegen Bayern verloren hätte, wie 90% der Leute eigentlich davon ausgegangen sind, dann wäre Stuttgart im internationalen Geschäft gewesen. Aber so ist es jetzt Frankfurt und naja, die Stuttgarter können sich auf die Bundesliga konzentrieren, haben eigentlich eine gute Mannschaft mit Didavi noch mal ein bisschen stärker gemacht und konnten Ginzek nach Wolfsburg abgeben. Also von daher, ich denke, die Stuttgarter
sind eigentlich schon stärker, als dieses Pokal aussagt. Mainz ist eher so die unbekannte, ja, du hast bei Hertha graue Maus gesagt, das sehe ich bei Mainz ähnlich. Da sehe ich prinzipiell die Stuttgarter stärker. Ist halt echt die Frage, was das Pokal aus mit den Stuttgarter macht. Sorry für die Überziehung. Fällt mir hier extrem schwer. Wenn du wirklich nicht weißt, was du machen sollst, dann tippst du ein 1-1. Mit Tendenz aber zu Stuttgart, wenn man eben dieses Pokal aus ausklammert. Aber wie gesagt, schwer zu sagen. Deswegen ja, dieses Rumgeeier. Ich glaube, am letzten Spieltag hat wirklich, oder nach dem Sieg der Stuttgarter gegen FC Bayern München letztes Jahr, hat jeder den Stuttgarter gratuliert. Hey, ihr habt es echt noch ins internationale Geschäft geschafft. War wohl nichts. Frankfurt hat gewonnen und das könnte sich jetzt in dieser Saison als das große Plus für den VfB erweisen. Bitte? Erweisen. Erweisen, genau, das Wort habe ich gewollt und gesucht. Also, weil dadurch, glaube ich, mit Doppelbelastung und den Verlusten im Frankfurter Kader ist Frankfurt hinter Stuttgart, Nürnberg sich auch hinter Stuttgart und Stuttgart hat halt einen Korkut, der verliert normalerweise die ersten 8 Spiele, wird sie aber nicht gewinnen. Ich glaube, dass Mainz mit einer defensiven Taktik reingehen wird und Stuttgart wird jetzt auch nach dem Pokal aus erstmal vorsichtig beginnen. Ich sehe hier genauso wie du ein langweiliges 1-1. Puh, das nenne ich mal Tippharmonie, oder? Du hast dich in der Sommerpause an meinen Tipps orientiert. Und genau, nachdem ich um eine kleine Schwanzlänge die letzte Saison verloren habe gegen dich, mache ich jetzt genau das gleiche wie du. Aber ich mache es halt auch leichter für die Zuschauer hier, wer uns sagen möchte, dass wir scheiße tippen, dann haben wir wenigstens beide abgelost. Aber vielleicht können wir uns auch beide feiern lassen. Mal schauen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass der Ball wieder rollt. Und er rollt vor allem bei Dortmund gegen Leipzig. Und bei dem Spiel, wer letzte Saison Revue passieren lässt, der weiß, Dortmund hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Rekorde gebrochen mit Peter Bosz, die wenigsten Gegentore. Und auf einmal kommt Leipzig mit einem Hasenhüttl, macht eine bisschen andere Taktik gegen den BVB, die dann gefühlt jeder angewandt hat und der BVB steigt die Tabelle hinab. Mhm. Wie sieht es ja aus? Leipzig nicht mehr mit Hasenhüttl, sondern mit Rangnick, Dortmund mit Favre. Favre ist dafür bekannt und das haben wir letztes Jahr oder auch du schon öfter gesagt, dass er in den ersten 1-2 Jahren immer mega Erfolg hat. Und wie will der mega Erfolg haben, wenn er das erste Spiel daheim gegen gerade für Dortmund-Fans, gegen den Hassverein quasi, nicht gewinnt. Von daher, die werden nicht ins offene Messer laufen, die werden aber auch offensiv trotzdem spielen, kontrollierte Offensive, wie einst Otto Rehhagel gefordert hat. Dortmund gewinnt 3-1, weil es lange 2-1 steht und am Ende ein Konter noch gesetzt wird. Oho, also mir schon unangenehm, dass ich dir schon wieder beipflichten muss. Ich bin ja ein großer Lucien Favre-Fan, weil er wirklich aus mittelklassigen Mannschaften wie Hertha oder Gladbach fast schon Meisterschaftskandidaten gemacht hat. Und ich bin extrem gespannt, was er in Dortmund macht, wenn er wirklich mal ein Top-Team trainieren kann in der Bundesliga. Und ich hoffe, also, und das sage ich wirklich als Bayern-Fan, dass er die Dortmunder auf Spur bringt, damit die Dortmunder die Bundesliga wieder retten und mit Leben füllen. Und deswegen hier ersten Spieltag denke ich auch, die Dortmunder Heimspiel vor der Süd mit insgesamt 80.000 Fans im Stadion gegen Leipzig, die werden motiviert bis in die Haarspitzen reingehen. Die Leipziger, da hat man eigentlich wenig Gutes gehört in der Vorbereitung. Ich denke, da sucht Rangnick noch wirklich nach dem richtigen, Worten. Und er hat auch die Spieler kritisiert, die Spieler haben ihn wieder kritisiert und so weiter. Also da stimmt's einfach nicht. Deswegen wird Dortmund das Spiel, gutes Stichwort, kontrolliert. Und vor allem mit einer guten Defensive 2-0 gewinnen. Aber auf jeden Fall wird Dortmund die Leipziger nicht siegen lassen. Allen 18 Teams haben wir in der letzten Saison nicht mehr Geld verloren als mit dem BVB, egal ob
Champions League oder Liga. Ich bin gespannt, aber dieses Jahr mit Favre habe ich auch ein ganz anderes Gefühl. Und es wird auch echt schön für die Bundesliga, wenn zumindest die Herbstmeisterschaft möglichst lange nicht entschieden ist. Also, ja, die ist ja auch extrem wichtig, der Herbstmeistertitel. Wer hat denn die meisten Herbstmeistertitel gesammelt, außer dem FC Bayern München in der Bundesliga? Das wäre mal auch eine Frage für Statistikfreaks, aber es ist mir selbst zu blöd, wenn es die Statistik nicht irgendwo gibt, das nachzuschauen. Ansonsten, ja, hat wieder mega Spaß gemacht. Also freut mich extrem, wenn es losgeht mit der Bundesliga. Und wir werden natürlich aus diesen Tipps, die wir jetzt hier abgegeben haben, noch Wetten raussuchen für unsere Bundesliga-Tipp-Force, die wir dann wieder starten. Und da haben wir uns natürlich auch wieder was Besonderes einfallen lassen. Also da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ansonsten kann man sagen, mögen die Spiele beginnen. Genau, und abonniert unbedingt den Kanal. Wir freuen uns über jedes einzelne Abo, auch über jeden Like, über jeden View. Wir haben auch wirklich noch viele Informationen für diese Saison vorbereitet, über Wettanbieter, über Sport an sich. Unbedingt dranbleiben und am liebsten mit uns interagieren. Was sind eure Ergebnisse? Danke. Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen.